Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grimdawn mit Chantal, Lafishy. Mit Chantal und Lafishy. Wir sind jetzt im Gebiet, was wir letztes Mal einfach ausgelassen haben. Letztes Mal, vor 10.000 Jahren haben wir das mal gemacht. Ja, das wissen die doch nicht mehr. Ja, genauso wie du es noch weißt. Ich habe ein bisschen umgerüstet. Ich habe jetzt wieder meine alte Waffe dabei. Ach Gott, nein, die ist so laut. Und ich habe keinen Heiltränke gekauft, ich bin ein richtiger Held. Ich habe mir ein paar gekauft, weil ich habe das wieder 70, ich habe bis knapp 10.000 für Heiltränke ausgegeben, was in etwa sein ganzes Geld ist. Nein, nein. Obacht. Er hat ein bisschen gespart, oder was? Ich wollte gerade sagen, ich bin in letzter Zeit nicht so oft gestorben, das wäre ja gelogen. So. Ich sterbe so oft, das ist unglaubwürdig. Heute ist übrigens ein Sonntag, das heißt, das Video kam, der Aufnahmedatum ist vor 4 Tagen, oder? Ja, wir haben ja noch einen, das heißt vor 4 Tagen. Ja, sehr gut. Welche Feine rechne das? Ja, und ausnahmsweise musste ich heute nicht arbeiten und deshalb bin ich nicht komplett neben der Spur nach meinem ersten Arbeitstag. Das war so schlimm. Ja, rumsitzen nicht zu Hause ist schon anstrengend. Ja, das ist... glaub mal. Ja. Und wir sind jetzt wieder da in dem Gebiet. Oh, guck mal, Wasser, das ist hübsch. Warte, ich will auch... oh ja, es ist sehr schön. Es sieht aus wie Pisse, aber okay. Ja. Ist ja auch sehr neblig, oder? So ein bisschen sandmäßig. Sanden... Achso, ich wollte schon wieder sagen. Nee, Sandmuggel. Achso. Was bist du denn? Oh, ups, ich hab S gedrückt, versehentlich. Was macht er? Achso, da, ja, stimmt. Skillfenster offen, ja. Der war 40. Der ist 40. Ja und? Diese finde ich für mich nicht mal mehr lila, die sind nur noch rot. Für mich sind die auch nur rot. Achso, sehr gut. Bin noch auf 36. Ich bin 37. Ich bin fast vom Level. Ich bin beim Guck mal, hier ist ein Karren umgefallen, wenn wir mir aufhelfen. Guck mal, Muggel! Ja. Und wenn ihr es geguckt habt, haben wir Sonntag gestreamt. Wahrscheinlich. Ja, ja. Also wir hatten es jedenfalls vor. Ja. Wenn noch nicht so lange. Geheimer Schatz. Polished Emerald. Da vorne kommen die Viecher. Oh Gott, plötzlich ist es Nacht. Ich hasse mein Leben. Wieso geht es bei dir immer so schnell? Bei mir ist es ganz entspannt. Bei mir ist einfach so Tag, Tag, Tag. Nacht! Nacht! Und es ist übrigens mitten am Tag. Wir haben es irgendwie 15 Uhr oder so. Ja, wenn man um 8 Uhr aufsteht, dann ist der Tag gar nicht so schnell vorbei, ist mir aufgefallen. Ich weiß. Das ist richtig schlimm, oder? Ja. Da kann man richtig was schaffen. Ich habe schon mal Berichtsheft geführt. Ich habe meine Serie geguckt. Ich habe schon Game of Thrones gespielt. Was ich ursprünglich aufnehmen wollte, aber nicht gemacht habe, weil das zu anstrengend ist, alles zu übersetzen in meinem Kopf und dann noch halbwegs gute Kommentare dazu zu machen. Ah, geil. War das auf dem deutschen Patch oder man, es gibt keinen? Gibt es bestimmt schon einen, aber... ja. Ich kann das Spiel einfach so spielen. Das kannst du auch. So wie wir auch Minecraft einfach so spielen. 41er sind ja auch nicht mehr lila. So wie wir auch einfach Minecraft so spielen könnten ohne Stream, aber Stream bietet sich immer so an. Ja, von dem war dann mal 1 Million Viewer. Was zur Hölle sind das, die 1 Million Viewer bekommen, weil jeder guckt Minecraft irgendwie. Du meinst, ich krieg 1 Million Viewer und du bist einfach so wie immer. Oh, 42. Ja. Ich kann mich nicht bewegen, nice. Ich auch nicht. Oh Gott, hier ist ein Schaman. Hin? Hä, was lebt der? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ist schon wieder tot. Er hat sich geheilt. Ich war fast tot. Ein Medic ist tot. Oh Gott, bitte töte mich nicht. Ich hab gerade den 42er platt gemacht. Irgendwie keine Lust, einen Trank zu nehmen. Bin fast hinter dir. Okay, ich hab gestern eine LOL gestreamt. Okay. Hab ich sie heute auf YouTube gesehen? Ich find's verwirrend, warum er jetzt auf einmal LOL mag und vorher nicht. Oh mein Gott! Auf die Watchdog-Toren! Ich schieß schon auf Medics. Ich auch. Erster ist tot. Zweiter ist tot. Scheiße, wir müssen echt mal DayZ oder sowas spielen. Wieso? Weiß nicht, da hab ich richtig Bock drauf. Ist richtig langweilig.
Ich mag so eine Spielprinzipien. Ja, okay. Lieber nicht. Lass mal lieber Landwirtschaftssimulator 15 spielen. Ja, muss ich mir erst kaufen. Hab ich kein Geld zu. 14 Euro. Ja, hab ich gerade kein Geld zu. Welchen haben wir heute? Den 7.? Ich glaube den 6. Ja, 6 ist heute. Ja. Ja, dann warte noch mal 8 Tage, dann ja. Pendeln ist übrigens sehr teuer. Ja? Ja, ich weiß. Ist voll für den Arsch. Was bei dir? Aber ich verdiene ja auch gut. Oh, hier ist ein Portal. Oh, das habe ich sogar, Mensch! Aber Freddy, du hast es mit dem Verdienen und Kriegen noch nicht so ganz verstanden. Oh, hier sind zwei Quests. Okay, hallo, ich rede mit dem hier. Wie geht's dir? Exploring this area. Sure, what do you need? Ja, continue. I will get you the Venom. Da reden wir noch mit dem Typen hier. I'm looking to do my part. I will hunt down Mogara. Okay, die beiden Quests habe ich sogar gekriegt. Welche sind das? Slay Mogara in the Jagged Waste. Und... Manticore Venom. Okay. Manticore Venom, Pride of the Jagged Waste. Du wirst einfach nur die Namen vorlesen müssen. Nicht noch deine Lebensgeschichte dazu. Aber ich mag meine Lebensgeschichte nicht, deshalb muss ich sie erzählen. Ich bin Gärtner, hallo. Oh Mann. Und wenn ich noch ein bisschen neben der Spur bin, nimmt's mir nicht übel. Freddy ist zwar ganz fit und so, aber nee, bin ich nicht. Ich war gestern auf Geburtstag und ich bin noch ein bisschen tot. Irgendwann ein Forcer, hallo. Ich sollte ein Konterbier trinken. Ein Konterapfelsaft, das ist im Stream, Entschuldigung, Konterapfelsaft. Ich hasse diese scheiß Medics! Wo ist denn der? Ach, da hinten ist der. Panisch auf alle Tasten drücken, um einen Heiltrank zu trinken, ja. Kenn ich. Ein Medic ist tot. Hier ist der zweite. Tot. Hast du den Rest schon getötet? Ja. Nice twist, by the way. Ja, danke, danke. Du aber auch. Dankeschön. Ich hab hart für gearbeitet. Ich bin übrigens am Freitag das erste Mal durch den Drive-In gefahren. Alleine. Dein Ernst? Ja. Kentucky oder? Nee, Meckers. Oh, ich muss demnächst mal wieder zu Burger King, ich hab da so Lust drauf. Ich auch. Nächsten Freitag. Nach Arbeit. Warum freitags? Gönnst du dir freitags richtig oder was? Ja, Freitag muss sein. Hab ich damals im Praktikum auch mal gemacht. Aber denk dran, ne? Nicht schneller als 155 fahren. Ja, ansonsten stirbt alles. Geh ich gar nicht, Alter. Mein Auto ist neuer als meins. Ja, aber mein Auto hat auch einige Probleme. Verstehe ich auch nicht. Ja, du hast dein Auto ja komplett zusammengebaut. Du hast es in der Schachtel bekommen, dann musst du es dann zusammenkleben mit hier Tesafilm. Oh, Markenname? Scheiße, ist auch ein Markenname. Ist Tesafilm eine Marke? Patex, Ich hoffe, der Scheiße. Ich kenne keine Marken. Ich kenne keinen anderen Klebebandmarken. Das ist genauso wie man zu Lila sagt, ne? Obwohl es violett ist und Lila ein Markenname. Lila ist ein Markenname? Ja. Lila ist ein Farbton, dachte ich. Nein, Lila ist ein Markenname für einen Farbton, für eine spezielle Farbe von Violett. Also ich frage mich gerade, ob ich besoffen bin oder ob du besoffen bist. Wir beide wahrscheinlich noch. Also ich denke, ich habe noch ein bisschen Restblut im Alkohol. Oh. Ach, da ist schon wieder ein Schamane. Warte, ich kill ihn kurz. Er ist tot. Hat er gerade die Viecher geheilt? Ich denke schon. Da oben geht's, glaube ich, weiter. Das ist mit dem unteren Teil, ja. Und das ist ein Stein, der leuchtet. Würde es nicht dunkel sein, würde das Gebiet hier, glaube ich, ganz gut aussehen. Ja, ich finde das auch jetzt nicht so schlecht. Ja, ich hätte aber gerne ein bisschen mehr Farbe, also... Diese Postapokalypse macht mich so depressiv. Ich finde das, Feeling cool. Wahrscheinlich mag ich deshalb auch DayZ und sowas. Ja, DayZ ist auch irgendwie... DayZ ist irgendwie ganz komisch. Schwarz-Weiß-Vision, das geht mir irgendwann auf die Eier, wenn man irgendwie nichts findet, womit man sich heilen kann und alles. Ich wollte gerade sagen, Schwarz-Weiß-Vision kriegst du nur, wenn du halb tot bist. Ja, und das ist mein DayZ eigentlich ziemlich leicht. Oh, ein Zombie kommt. Oh, er backt durch den Boden. Oh, ich bin fast tot. Nice Tits, by the way. Voll-Version oder? Alles.
Okay. Also das letzte Mal, als ich die Vollversion gespielt habe, also nicht die Vollversion, also die das Standalone, das ist ja noch eine Beta, also nicht die Vollversion, das ist noch Alpha, glaube ich. Da sind Zombies einfach durch eine Wand gegangen. Das ist im Mod zum Beispiel gar nicht mehr passiert, also nicht so wirklich. Also der Mod war ja auch schon richtig weit entwickelt, ne? Ja, und anstatt dass sie da was weitermachen, machen sie mal eine komplett neue Engine und sagen dann, ach, die Engine ist scheiße, machen wir noch eine neue, fickt euch. Okay? Ja, da bin ich nicht drin. Ich auch nicht, aber... Boah, aber was ist denn hier los? Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst hier. Hier geht's auch weiter, ne? Ja, ich denke mal, hier müssen wir was töten. Oh, finde ich jetzt anstrengend. Der Part nenne ich töten 17.5. Hm? Den Part nenne ich 17, töten 17.5. Okay. Weil wir eigentlich in jedem Part einfach immer nur alles töten. Und ich weiß nicht, wie ich den einmal nennen soll. Manchmal gibt es einfach nichts, was man dazu sagen kann. Ja. Da ist einfach gar nichts passiert, sondern wir sind einfach... Dann einfach nach dem Gebiet und nach den Monstern. Oder du orientierst dich an meinen Titeln, wie du es immer machst. Nein, das habe ich bisher viermal gemacht. Ja, viermal für eine ganze Woche. Ach ja. Nur muss ich keinen Thumbnail für jeden Part einzeln machen. Ja, das wäre richtig anstrengend, Alter. Das würde ich auch niemals machen. Bei Assassin's Creed geht's eigentlich. Da gucke ich mir mal an, was in dem Part passiert. Dann, wenn ich eine wichtige Person töte, nehme ich das Bild von davon. Ja, das also ist ja klar. Und ansonsten, nehme ich halt... Ganz easy. Was ist das denn? Was? Das da. Das hatten wir schon mal. Enforcer. Oh, okay. Greift der... Der hat mich an... Du hast ihn gepult, der hat mich angegriffen? Ich hab den nicht gepult. Doch. Oh, ich bin gelevelt. Bevor wir wurden weggestanden, ich level auch gleich. Oh Gott, kannst du bitte nicht kämpfen, wenn ich gerade skillen will? Hab doch schon wieder alles fast tot gemacht. Ja, aber ich habe Angst, dass du stirbst. Hast du nicht. Das ist eine Lüge und das weißt ja, du auch. Ich weiß. Da unten ist eine Hürde. Ich hab vielleicht einen Hund gepult. Krasse Höhlen. Liebe Höhlen, die machen richtig Spaß. So, was gehen wir denn mal voll? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen mal wieder in den Arcanist rein. Gibt's hier irgendwas, was ich haben will? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich will ich das gar nicht haben. Ich habe gerade eine Steam-Benachrichtigung gekriegt. Was für eine? Über Indie-Kader. Was ist denn das? Das ist sowas wie Humble Bundle, nur für Indie-Spiele. Wie Humble Bundle also, genau. Ich bin vor dir gelevelt übrigens. Was? Tust du jedes Mal? Ja, aber du hast gesagt, jetzt bist du ein bisschen weiter als ich und trotzdem level ich vor dir. Ja, stimmt, mein Skillpunkt hier in Physik auch noch. Ich mache jetzt übrigens auch noch richtig viel Shock Damage über meinen Skill. Kuning. Okay, wo gehen wir am besten lang? Hier unten erstmal? Ich würde sagen erstmal hier. Okay. Freddy, unten und oben schlechte Angaben. Norden und Süden gute Angaben. Was ist denn das hier in Südwesten? Du hast richtig viel Schaden, wieso rech überhaupt den noch hinterher? Ich weiß nicht, weil ich nichts überlebe, Alter. Ich habe nur 1600 Leben, vergiss das nicht. Okay, wir sind, ich bin jetzt respected in Homestead, du auch? Noch nicht. Wahrscheinlich bist du schon vor mir gewesen, hier ist übrigens ein Witch Doctor. Ich mach trotzdem einfach alles tot. Ja, aber ich wollte dir nur sagen, dass der da ist, weil der ist nervig. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe den nächsten gepolt. Ich muss gleich mal gucken, wie ich in Homestead stehe. Also das bei mir schon gerade, dass ich respected jetzt bin. Okay, dass du jetzt respected bist. Ja. Hier ist die Höhle übrigens. Okay, gut. Gehen wir erstmal in die Höhle rein? Nein. Hier ist immer ein Witch Doctor, ich weiß aber nicht wo. Ich schieße einfach rein. Ich glaube haben. Ne, ist weggelaufen, glaube ich. Ich glaube, er ist gerade nach rechts weggelaufen. Ne, ist ein normaler. Ja, ich glaube, ich habe ihn gekillt irgendwann. Ja, ich glaube, das war, ich glaube, es war kein Witch Doctor, das war so ein größerer, das hieß irgendwie Brimmel Horror oder so. Okay. Ganz wir müssen cool. Dann denken, in die Höhle noch reinzugehen. Ich übrigens weiß. Also hier Richtung Süden waren wir schon mal. Ich weiß. Ich finde es gut, dass es alles so zusammenhängt. Und das ist schön. Ja, ja. Nicht so wie ein Tidecrystal, wo es einfach 1 Million Kontinente sind. Ja, ist komisch. Es sind 4. Das einzige Mal, wo das ist, ist doch, glaube ich, im Hades. Da sieht man auch die Brücke, wo man unten lang geht, oder? Ja, aber es ist auf der Map trotzdem nicht das gleiche. Ich weiß. Das hat mich geärgert. Fand ich nicht cool. Aber hier ist es wenigstens so. Ich habe mehr Tränke als vorher. Obacht.
Ich auch. Ich habe schon wieder 3 Tränke gefunden. Ich bin richtig, richtig glücklich, dass wir das Spiel hier gefunden haben. Die haben wir es eigentlich gefunden. Wir haben nach Titan Quest 2 gesucht, oder? Und dann sind wir irgendwie auf das gekommen. Und dann habe ich mir das irgendwie gekauft, weil ich sowieso ein Rich-Nigger bin. Und dann haben wir die Beta, also dann habe ich die Alpha getestet da. Und dann hast du auch mal zugeguckt, hast gesagt, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe ja den beiden Let's Cook geguckt. Ja. Warte, was, wie hießen die nochmal? First Look On und Let's Cook. Hier ist auch eine Höhle, aber die ist nicht auf der Karte markiert. Okay, Moment. Wo bist du denn schon wieder hingelaufen? Ich bin nach Süden gegangen. Nein, du bist nach Westen gegangen. Südwesten? Ach, egal. Ich bin nach Osten gegangen, hier. Hier ist eine Höhle, die ist bei mir nicht auf der Karte markiert. Moment, ich gucke nach das Gebiet hier und dann gehen wir einfach rein. YOLO! Blatt, irgendwas Leier, Blatt. Ja. Also ich bin wirklich Fan davon, wie viel Schaden ich mache. Dafür fokussen mich aber auch richtig viele. Ich mache 10 Gegner oder 33% weniger Leben, das heißt, du kannst ihn noch schneller töten. Ja, das ist echt nice. Die Höhle sieht richtig schön aus, finde ich. Ja, yep, die ist hier so schön ist ein, Höhle. Oh Gott, das ist ein 44er. Ich komme. Halb tot. Du greifst den falschen an. Ach, hier ist ein... Den habe ich nicht gesehen. Aber das, der war auch 43. Oh, der ist 44. Ja, ist schon halb tot. Ja, ich weiß. Na gut, ich habe Heiltrank genommen, hier aus in die falsche Taste gedrückt. Ja. Kleingeld. Homestead, bisschen Dings wieder bekommen. Also das Gebiet gehört sozusagen Homestead. Warte, ich guck mal nach. Fraktionswindow? Homestead bin ich noch friendly. 3421 von 3500, also fast schon respected wahrscheinlich. Ja, ich habe eine Fraktionswindung geguckt, aber die Gegner hört mich hier gerade. Hier hinten liegt noch Kleingeld. Moment. Hier ja, ich gehe schon nicht mehr vor. Kein Kleingeld für mich. Homestead, wo ist denn das? Geht das oder so? Wenn ich einfach nur die ganze Zeit nach hinten weglaufe und zwischendurch mal drauf schieße, dann ist das richtig effektiv. 5145 habe ich hier. 5000? Ja. Ich habe 3400. Ja, für mich mögen die halt mehr, weil ich den Portal nicht da aufgerissen habe, so wie du. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht, weil wir haben wirklich genau das gleiche gemacht eigentlich. Ja. Oder hast du eine Quest mehr gemacht als ich? Ja, eigentlich nicht. Du hast sie quasi auch abgegeben mit dem Dingens hier, mit der Westenkönigin. Ja. Kann sein, dass du für die eine Quest doppelt Respekt von denen gekriegt hast. Ja, kann sein. Die ich dann nochmal gemacht habe. Dynamit. Und Scrap. Scrap. Oh, hier sind... Oh, Knochenhaufen. Kleingeld. Alter. Ich habe jetzt hier liegt noch ganz viel. Jetzt 22 Heiltränke. Ich kann das Kleingeld nicht aufsammeln. Das habe ich richtig oft, dass ich ein kleines Kleingeld nicht aufsammeln kann. Ein kleines Kleingeld. Das habe ich auch zwischendurch. Das habe ich richtig oft. Was ist nicht so nice? Die Höhle gefällt mir bisher richtig gut. Ja, die ist schön. Die Gegner sind vor allem auch richtig leicht irgendwie. Ja, obwohl die richtig hochlevelig sind. Die sind richtig weit über uns. 2 Level bei mir. 3 Level bei dir. Wir hatten auch schon hier ist ein Boss, hier. Also ein richtiger Boss, also so ein Boss. Oh, ja, ich sehe es. Ich muss erstmal die kleinen Viecher drum rumkillen. Dann kann ich auch mit reinrushen. Hier, komm, gib her. Pass auf, du hast Pisser. Oh, hier. Fuck, macht der Schaden. Oh, ich hab Alkohol gehabt. Ich mach 700 Schaden durchschnittlich. Ich mach 200 bis 300. Der hat mir gerade so viel Schaden gemacht, dass ich nicht mal meinen Heiltrank wieder nehmen konnte. Also der macht echt, er macht Lebensentzug. Aber langsam habe ich das Gefühl, ich könnte mich auch alleine wehren. Was Blaues? Zieht auch so Blazing Inferno, das habe ich schon mal gehabt, sehr gut. Was denn? Das ist ein Magierring. Jetzt bin ich respected in Homestead. Sehr gut. Ist hier noch eine Kiste? Nein. Vielleicht da hinten. Nein, hier ist der andere. Ja, hier ist die Kiste. Und hier geht's tiefer rein. Oh, tiefer rein. Und nichts Blaues.
Was Blaues für mich? Maleficus. Richtig? Das ist eine Axt. Maleficus. Und unser Timer. Unser Timer, ja. Gut, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen und man sieht sich auch übermorgen. Ja, übermorgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.